Nee, nee, Odo ist schon mein echter Name. Der steht auch tatsächlich so in meinem Personalausweis drin. Meine Kunden sind Leute, die hier im Hafen direkt mit der Arbeit zu tun haben. Ich bin so ein Nachtmensch und ich schlafe nicht viel. Dann bin ich hier ab 1, manchmal bin ich hier halb 2. Dann hat er hier noch die besten Eier, die es hier im Hafen gibt. Ich denke mir mal, sollte das mal hier weg sein, werden viele im Hafen aufhören. Boah, ist da wieder heiß heute mein Kaffee. Warum wir jetzt hier ausfahren, dadurch, dass ich diese vielen Firmen im Kurierbereich betreut habe, kennen die mich und haben natürlich immer mehr geordert. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil wir sind bei diesem Standort echt abhängig von Weltwirtschaft, von Werftkrisen und so weiter. Immer wenn ich eine Mütze getragen habe, haben die mich schon durchgewunken, weil ich da 5-6 Mal am Tag rein und raus gefahren bin. Und das hat sich jetzt mittlerweile praktisch gesehen zum Markenzeichen entwickelt. Der Hafen ist für Hamburg ein Dorf. Jeder kennt jeden und man hat seine Möglichkeiten begrenzt, praktisch gesehen. Und das kommt schon einem Mikrokosmos ziemlich nah. Also ich möchte ganz gerne das hier im Hafen und auch die Kaffeeklappen so lange weitermachen, solange das hier echt Spaß macht mit den Leuten. Und momentan passt das alles und so könnte ich das eigentlich ewig weitermachen. Das sind meine WhatsApp-Bestellungen hier. Zur Feier des Tages, so fängt das schon mal an. Einmal Cola, 6 trockene, damit meint er unbelegte Brötchen. Man beachte mal die Uhrzeit, wann das reinkam. 3.22 Uhr. Wir haben hier 2 Kaffeeklappen, weil wir im Hafen nicht alles komplett so anbieten können, wie wir es hier machen können. Hier haben wir eine Küche, hier haben wir fließend Wasser. Das sind so die ganzen Sachen, die wir im Hafen nicht haben. Wir haben hier Salamibrötchen, Käsebrötchen, sämtliche Eibrötchen wie Rührei, Spiegelei, Spiegelei mit Leberkäse, Schnittei. Wir haben geräucherten Schinken, Kochschinken, Corned Beef, Fleischsalat, Frikadellenbrötchen.